Wozu neidische Menschen fähig sind, decken jetzt die Polizeikommissarinnen Hanna Held und Nicole Riedl auf. Der dicke Hund, eben. Hast du den gesehen? Ja. Oh Mann. Das sind wir. Der 1225 hört? Mörserstraße 122, dortiges Kosmetikstudio. Gemeldet wird KV gegenwärtig. RTW Holt, Melderin ist vor Ort. Ja, haben wir mit, wir dann mit Eile. Eine Kundin eines Kosmetikstudios wurde während einer Behandlung schwer verletzt. Da sich die Kosmetikerin das Unglück nicht erklären kann, stehen die Beamtinnen vor einem Rätsel. Hallo? Hallo? Ich muss wirklich los. Kommen Sie. Hallo? Nee, oder bleiben Sie mal kurz bei mir? Hallo? Wo wollen Sie denn? Was passiert? Was hat sie hier drauf? Hallo? Was ist passiert hier? Guten Tag. Ich bin die Besitzerin hier von dem. Ich habe die Polizei gerufen. Die Dame lag gerade hier in der Behandlung, alleine gerade. Ich hatte gerade eine andere Dame noch in der was Behandlung. Was haben Sie hier reingetan? Was ist das auf der Hilfe? Da muss doch irgendjemand kommen. Kannst du mal ein RTW bestellen? Also offensichtlich konnte man schon feststellen, dass dieses Mittel, was sie da ins Gesicht bekommen hat, schon erhebliche Schäden bei ihr vorgerufen hat. Ne? Es war schon Blasenbildung, Hautfetzen haben sich abgelöst. Es ist bestimmt alles andere als angenehm und auch mit Sicherheit sehr schmerzhaft. Was ist das für ein Zeug hier? Ist da irgendwas dran oder ist das nur mit Wasser? Das ist nur ein trockenes Tuch. Damit das Opfer behandelt werden kann, müssen die Beamtinnen klären, womit sie verätzt wurde. Lange dauert es nicht, bis es einen ersten Hinweis gibt. Wer sind Sie denn überhaupt alle? Wer sind Sie? Ich bin die beste Freundin von okay. Der Dana. Ich habe die Polizei gerufen. Okay. Entschuldigung, ich habe gerade den Lappen hier auf dem Boden gefunden. Der stinkt nach Rohrreiniger. Okay. Du weißt was? Nicht, dass Sie jetzt gleich auch was in den Händen haben. Legen Sie es mal irgendwo irgendwie in die Spüle oder so. Aber bitte. Oh Mann. Hallo, der Rettungsdienst. Hallo. Ja, aber hi. Die Polizistinnen müssen ermitteln, wer das Tuch mit dem Rohrreiniger getränkt hat. Bei der Befragung der Zeuginnen erfahren sie von einem weiteren Angestellten des Studios. Und jetzt noch mal bitte ganz in Ruhe, weil gerade war alles durcheinander. Jetzt erklären Sie mir noch mal, Sie bleiben hier. Kann ich nicht zu Dana gehen? Nein, jetzt bleiben Sie auch bitte erstmal hier. Erklärt uns mal irgendjemand jetzt noch mal ganz in Ruhe, was genau passiert ist. Ich saß nur vorne und habe einen Schrei gehört und bin zu ihr gerannt. Und dann kam sie, also ich weiß. Und wer war in der Zeit bei ihr? Ich habe gewartet, ich war schon fertig und sie hat eine Behandlung vorab bekommen von ihr. Okay, also mehr haben Sie nicht mitgekriegt. Dann bitte Sie jetzt. Dann hatte ich der Dame die künstlichen Wimpern angeklebt und habe sie da kurz liegen lassen, weil ich der Dame gerade die Maske noch auftragen wollte, weil sie hat es sehr eilig, sie hat noch einen Termin. Mhm. Und dann kam plötzlich ein Schrei und dann kam sie und dann... Wo ist denn ihr Mitarbeiter? Der war doch auch vorher bei ihr drin. Okay, was für ein Mitarbeiter? Das ist der Malte. Ja. Das Polizeiteam muss klären, ob der Mitarbeiter etwas mit der Körperverletzung zu tun hat. Noch ehe sie ihn mit dem Tatvorwurf konfrontieren können, bekommt der Mann Panik. Guten Tag, nehmen Sie mal. Hallo. Hallo. Was ist denn hier los? Ja. Bitte nicht schon wieder. Was heißt nicht schon wieder? Gar nichts. Ich hab die mit. Warte. Nicht abhauen. Bleiben Sie stehen. Nicht abhauen. Wir gehen mal in die. Was soll das Ganze denn? Warum wollen Sie denn weglaufen? Warum wollen Sie denn weglaufen? Da ist eine von Ihren Kundinnen verletzt worden. Der Angestellte hier von diesem Salon hat die Flucht ergriffen, weil er schon viel mit der Polizei zu tun hatte und sich hier aus dem Sachverhalt schnell rausziehen wollte. Wo waren Sie in der letzten Viertelstunde? Ich habe die Handtücher gemacht. Okay. Mit dem Kopfhörer. Was haben Sie denn an Ihrer Hand? Die Kundin von gerade eben. Ja. Da ist eine Zimtzicke, die soll mich in Ruhe lassen. Ich hab gar keinen Bock auf die. Deswegen hab ich die Handtücher gemacht. Die ist mich die ganze Zeit am provozieren. Da hab ich keinen Bock drauf. Ach, und dann schmierst du dir irgendwas ins Gesicht? Was soll ich denn gemacht? Was? Ja, und dann schmierst du dir. Okay, können wir mal. Was haben Sie denn für. Haben Sie Chemikalien? Geben Sie mir mal bitte einen Ausweis dabei? Ja, ich hab natürlich Chemikalien. Die Polizistinnen hoffen, auf der Flasche mit dem Rohrreiniger Spuren des Täters zu finden. Doch das gesuchte Putzmittel ist nicht aufzufinden. Noch nicht. Was meinen Ihr? Kann es Rohrreiniger gewesen sein? Voll Rohrreiniger gewesen sein. Ja? Stark ätzend. Okay. Ich hätte jetzt mal was gegen Schmerzen bekommen. Ja. Sagt ihr uns Bescheid, weil wir müssen Sie dann auch gleich nochmal befragen. Ja. Ne? Wir brauchen ein Auto. Ich möchte mit dir mitkommen. Sie bleiben jetzt auch erstmal hier. Ich kann auch nicht meine Freundin alleine ins Krankenhaus fahren lassen. Wir müssen Sie aber trotzdem erstmal befragen. Wir müssen erstmal die Personalien hier alle aufnehmen und so weiter. Die sind ja auch noch nicht weg, ne?
Die Abfrage der Personalien der Zeuginnen liefert keine neuen Erkenntnisse. Im Fall des männlichen Mitarbeiters erhält Hannah Held allerdings brisante Informationen. Ja, 12:20 Uhr, Hoffmann Malte, den habe ich in Pol wegen KV, schwerer KV, liegt 8 Jahre zurück. Der hat wohl einen jungen Mann ins Koma geprügelt damals. Der junge Mann hier vor Ort, der war der Polizei schon bekannt. Er hatte vor einigen Jahren eine schwere Körperverletzung begangen, wo er auch für bestraft worden ist. Wir haben das zur Kenntnis genommen, das heißt aber nicht, dass er hier für uns dann sofort der Verdächtige ist. Ich verstehe das nicht. Was haben Sie denn da für Mitarbeiter? Schwerverbrecher? Okay. Was ist denn mit dieser Chemikalie? Das kann auch also ich würde ganz gerne mal die... Also ich kenne meinen Mitarbeiter schon ich würde gerne die Chemikalie finden, weil es hat ja keiner den Laden verlassen und irgendwo muss es ja sein. Die Idee der Polizistinnen erweist sich als richtig. Die Sicherstellung des Rohrreinigers lenkt ihre Ermittlungen in eine neue und überraschende Richtung. Hast du die Flasche gefunden? Ja, das ist der Wartung. Gucken Sie mal, Sie sind die Chefin, ja? Ich habe gar nichts versteckt. Also, wir klären das hier gleich, wer wie was hier gemacht hat. Frau Berger. Also wir haben dann auf der Flasche Nagellack gesehen, ziemlich kräftig roten. Und Nicole, meine Streifenpartnerin, hat mich darauf hingewiesen, dass es definitiv Nagellack sein kann, weil sie hatte heute die bessere Nase. Und deswegen haben wir uns da auch weiter umgeschaut. Müssen wir glauben. Zeigen Sie mal Ihre Hände. Zeigen Sie mal Ihre Hände. Sie haben doch schon das... Ja, ich war ja auch gerade bei der Dana. Ich habe sie ja sofort quasi angefasst und geguckt, was das ist. Kein Wunder, dass ich da was von abbekommen habe. Das Polizeiteam vermutet, dass die Freundin des Opfers hinter dem Anschlag steckt. Da die aber jegliche Schuld von sich weist, müssen ihr die Beamten die Tat nachweisen. Sie haben doch hier den Schwerverbrecher angestellt. Nee, also, ich sage Ihnen jetzt mal was, ne? Nicole, guck mal bitte. Ja. Nee, jetzt okay, was wollen Sie jetzt dazu sagen? Sie wissen doch gar nicht, wie das ist, eine Freundin von der zu sein. Die macht was sind Sie denn für eine Freundin? Die macht dann regelmäßig fertig. Sie steht immer im Mittelpunkt. Immer ist es Dana hier, Dana dort. Und dann weiß ich nicht, dann habe ich die Flasche dort stehen gesehen, weil der Trottel die vergessen hat. Sonst hätte ich das vielleicht gar nicht gemacht. Aber okay, also Sie haben es gemacht. Sie haben es gemacht aus Eifersucht, weil Ihre Freundin nicht so... Sie halten sich jetzt mal ein bisschen zurück, ja? Herr Hoffmann, wir haben ja den Sachverhalt verstanden. Also. Sie sind ja gar nicht betroffen jetzt. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann einfach nicht verstehen, wie sie mich so behandeln kann. Und ja, ich hab das gemacht im Affekt. Im Affekt? Ja. Das ist doch eine tolle beste Freundin. Ja, sie ist die tolle beste Freundin, die einreden ist sich irgendwie. Naja, sie hat ihnen nichts ins Gesicht gekippt, ne? Das ist jetzt. Sie wissen ja auch gar nicht, was da für Schäden davon getragen werden. Ja, ich dachte, das ist nicht so wild. Sie sollte einfach mal eine Lektion lernen. Zusammengefasst kann man diese Freundschaft, glaube ich, jetzt abhaken. Weil Eifersucht und Neid hat nichts in der Freundschaft zu suchen. Und es ist auch schade, dass man sich dann zu sowas hinreißen lässt. Also, Sie kommen jetzt mit uns sowieso mit. Herr Hoffmann, ich habe Sie abgefragt. Bei Ihnen ist nichts weiter aufgelaufen. Lass mal den Ausweis zurück. Dankeschön. Also, wir haben es ja auch geklärt jetzt dafür. Also, ich denke mal, ich nehme die Flasche noch mit. Ja. Und ich hole erst mal noch eine Tüte aus dem Auto. Trotz Überführung der Täterin ist der Einsatz noch nicht beendet. Es gilt, das Opfer zu informieren und das weitere Vorgehen zu erläutern. Wir nehmen die Dame mit zur Wache. Die kriegt eine Strafanzeige. Ja. Und Sie können sich da auch gerne noch mal zu äußern. Aber wir haben jetzt gesehen, also lassen Sie sich bitte alles attestieren, was jetzt im Nachgang kommt. Und dann wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute. Ja? Ja, sie braucht sich nicht bei mir zu melden, nie wieder. Ich glaube, die Freundschaft hat sich erledigt. Ja. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Die Täterin muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Verletzungen ihres Opfers heilen langsam ab. Es werden keine Narben zurückbleiben.